Schauen wir uns jetzt diesen Programmentwicklungsprozess mal an einem Beispiel an. Es gibt einen Auftraggeber, der formuliert folgendes Problem. Der Hamster steht vor einem Berg unbekannter Höhe. Er soll den Gipfel erklimmen und auf dem Gipfel anhalten. Auf dem Weg zum Gipfel soll er auf jeder Stufe genau ein Korn ablegen. Das könnte eine Problembeschreibung eines Auftraggebers sein. Ja, da muss man sich Gedanken darüber machen zunächst. Ist dieses Problem eigentlich präzise genug beschrieben, um wirklich ein Programm hierfür zum Lösen dieses Problems entwickeln zu können? Man muss sich also die möglichen Anfangszustände und die gewünschten Endzustände anschauen und muss auch überlegen, ob es irgendwelche Randbedingungen zwischendurch gibt. Hier sind mal skizziert mögliche Anfangszustände. Ja, es steht hier nirgendwo, welche Blickrichtung der Hamster einnimmt. Ob er zum Berg guckt oder eventuell nicht. Das heißt, ist es so eine korrekte Anfangsgröße oder kann der Hamster auch nach oben gucken? Wie hoch kann der Berg oder wie hoch muss der Berg sein? Kann er eventuell ja auch die Höhe 1 haben oder ganz flach sein? Also ist es möglich, dass gar kein Gipfel da ist? Hier ist mal die Situation beschrieben, dass der Hamster nach oben guckt, nicht in Richtung des Berges. Und ist das hier auch noch ein gültiger Berg, wo hier mal eine Stufe 2 Kacheln hoch ist? Zwischendurch, ja, sieht es eventuell so aus, dass der Hamster immer in Berührung mit dem Berg bleibt? Oder kann es auch sein, dass der Hamster irgendwo mal hin abzweigt und irgendwann dann wieder zum Berg zurückkommt? Und die Endzustände, ist es so, dass auf dieser Stufe Körner abgelegt werden? In dem Fall oder in dem Fall? Oder ist es auch zulässig, dass irgendwo anders Körner abgelegt werden? Das sind alles Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Man muss dieses Problem